Viele Pflegeheime, Pflegedienste und Krankenhäuser sind auf der Suche nach gutem Personal. Dennoch gibt es gewisse stationäre Einrichtungen, die irgendwann eben keinen Bedarf mehr haben, weil sie natürlich eine gewisse Anzahl an Betten zum Beispiel haben und dann eben kein Personal mehr benötigen oder nicht mehr über den Stellenplan eben besetzen können. Und dann haben sie unfassbar gute Karten und Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber vernünftig zu positionieren und vor allem etwas Gutes zu tun für ihr Team. Darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Mein Name ist Michael Moskay von Pflegekraft.de und wir haben mit über 230 Unternehmen aus der Pflege zusammengearbeitet innerhalb der letzten Jahre. Und da haben wir immer mal wieder gesehen, wenn wir eben den Bedarf gedeckt haben, also das Personal, das gesucht worden ist, dass das dann gefunden worden ist und man eben von Zeitarbeit zum Beispiel weggekommen ist und eben keine Zeitarbeitskräfte mehr im Einsatz hatte, dann gibt es eben die Chance, dass man nicht mehr einfach nur die ganze Zeit auf der Personalsuche ist aus der Not heraus, sondern dann fängt es an, dass sie dann schauen können, okay, gibt es vielleicht gerade im Team jemanden, wovon man sich eher lieber trennen möchte. Das sollten Sie unbedingt beachten, weil in gewissen Teams gibt es immer wieder so ein paar Kandidaten, wo Sie auch schon seit längerem wissen, okay, das Ganze läuft nicht mehr rund, die Leute beschweren sich vielleicht auch über diese Person in den Teams, aber Sie sind eigentlich nie so richtig in der Lage als Arbeitgeber, sich von diesen Personen trennen zu können. Und Sie müssen es schaffen, eben zu dieser Position zu kommen, dass Sie halt eben ja, so aufgestellt sind, dass Sie eigentlich keinen Bedarf mehr haben und jetzt die nächsten Kandidaten eben aussuchen und auswählen. Und dementsprechend, dass sie dann die Möglichkeit haben, sich von den Leuten zu trennen, die eben nicht ins Team passen, die Unruhe stiften oder die sowieso immer an gewissen Tagen, sage ich jetzt mal, krank sind und wo sich eben andere Personen im Team über die Person beschweren. Und das ist etwas, was viele vernachlässigen. Denn oftmals ist es so, dass sie dann eben ja, den Bedarf, Hauptsache irgendwie, wie es geht, gerade so decken, aber dann eben nicht mehr weitermachen. Und das heißt, die gehen nicht mehr die Extrameile, um eben für eine gute Teamatmosphäre zu sorgen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass man irgendwie Personen im Team hat, wo die anderen Pflegekräfte sich nicht auf diese Person zum Beispiel verlassen können. Wo es immer wieder Stress gibt, immer wieder Konflikte gibt, Streitigkeiten und andere Themen einfach, die dann das Team beschäftigen. Und das merken sie dann immer, die Stimmung ist einfach gekippt, es passt nicht mehr so in dem Team, egal ob die jetzt gerade der Stellenplan besetzt ist oder nicht. Und wenn sie eben dementsprechend so aufgestellt sind, dass sie jetzt eigentlich akut gar nichts mehr brauchen, dann sollten sie insbesondere darauf schauen, okay, gibt es jetzt hier den Weg oder die Möglichkeit, dass ich mich von gewissen Personen vielleicht trennen sollte? Sollte man das überdenken und schauen, sollte man wirklich mal aktiv jetzt Leute auswählen, damit sie halt diese Person ersetzen? Und dann haben sie die Möglichkeit, eben mit diesen Maßnahmen eine richtig gute Teamatmosphäre aufzubauen. Und das wird sehr, sehr vorteilhaft sein für Sie, weil wenn Sie das einmal gemacht haben, dann werden Sie wieder so ein Stammpersonal aufbauen können, wie Sie es ja auch schon in den letzten Jahren hatten. Sie haben wahrscheinlich viele Personen, die 10, 15, 20 Jahre bei Ihnen arbeiten. Und jetzt gibt es vielleicht, haben Sie da in der Vergangenheit kennengelernt, wenn Sie mal jemanden eingestellt haben, dann ist die Person wieder gegangen nach wenigen Monaten oder Jahren. Und sowas hängt immer mit der Teamatmosphäre eben zusammen, weil es immer ein paar Kandidaten gibt. Und es ist heutzutage natürlich extrem einfach geworden, einfach mal zu wechseln. Aber wenn Sie dann so ein stabiles Fundament aufbauen, indem Sie eben ja wirklich nur noch richtig gute Personen im Team haben und wirklich darauf achten, dass Sie sich von den schwarzen Schafen quasi trennen, dann werden Ihre Pflegekräfte ja, Ihnen sehr, sehr dankbar dafür sein und die Atmosphäre wird gut sein. Die Leute sind zuverlässig, die können sich aufeinander verlassen und dementsprechend wird es eben aufwärts gehen. Und das spricht sich auch herum. Ja? Also diese Atmosphäre, wenn Sie wirklich ein gutes Team haben, wird sich einfach sehr, sehr schnell herumsprechen. Sie werden mehr Mundpropaganda-Bewerbungen zum Beispiel bekommen. Und das Thema sollten Sie unbedingt angehen, wenn Sie ja, genug Personal gerade haben auf dem Papier, aber dann schauen Sie einfach nochmal wirklich auf die Qualität genauer drauf und das wird sich eben für die nächsten Jahre extrem für Sie auszahlen. Und wenn Sie da Hilfe, Unterstützung haben möchten, gerade auch wenn die Personalsituation etwas besser ist im Vergleich zu vorher, aber Sie eben mehr daraus machen möchten oder wenn Sie sowieso auf der Suche sind, weil Sie zum Beispiel Zeitarbeit im Einsatz haben, die sehr, sehr teuer ist dementsprechend und Sie merken, okay, das wird immer schwieriger, man ist in so einer Abwärtsspirale, dann melden Sie sich gerne bei uns unter www.pflegekraft.de. Dann sprechen wir schon bald miteinander und dann schauen wir, was ja, die beste Strategie für Sie ist in Ihrer Situation, damit Sie eben wieder eine richtig gute Personalsituation haben.